Ja, hallo allerseits, schön, dass ihr da seid. Es ist jetzt schon 5. Das zeigt eine besondere Ausdauer, dass ihr, oder Interesse ist beides super natürlich, dass ihr euch das anschauen wollt. Ich bin der Klaus, ich verwende Pandas quasi täglich. Könnt eigentlich ohne Pandas meinen Job nicht machen. Möchte euch da eine kurze Einführung geben, ein kurzes Intro. Wir haben nicht wahnsinnig viel Zeit, das sind 25 Minuten. Mein Vorschlag wäre, wir lassen die Folien weg. Ich zeige gleich ein bisschen Code her und dann verwenden wir die Zeit, die übrig bleibt, für die Folien, Fragen oder ähnliches. Ich bin leider ein bisschen gehandicapt, weil ich meinen Bildschirm nicht duplizieren kann. Also vielleicht wird es ein bisschen holprig. Aber ja, ihr seid bestimmt sehr geduldig mit mir. Das heißt, wir kriegen das hin. Grundsätzlich ist so, dass Pandas ist echt eine sehr große Bibliothek. Also wenn ihr euch das da anschaut, das sind stecken 20.000 Commits drinnen. Also vielleicht waren die alle super klein, aber wie gesagt, das ist schon ein ziemliches Strom. Ist eine Kernbibliothek im Scientific Computing Stack in Python und wirklich ein ja. Quasi so eine Säule, auf der ziemlich viel aufbaut. Aber das, was ich jetzt herzeigen werde, ist ein ganz einfaches Environment. Wir sind in Python 3.7. Ich verwende Jupyter für die Jupyter Notebooks, also im Wesentlichen Python Shells im Browser. Dann haben wir Pandas. Klar, die möchte ich ja vorstellen. Und Seaborn ist eine Plot-Bibliothek, die auf Matplotlib aufbaut. Ich lasse jetzt mal ein paar Details noch raus. Also, wenn es dann Fragen gibt, einfach melden. Aber der Fokus wäre jetzt hier wirklich, dass ich euch zeige, wie fühlt sich das an, wenn ich das verwende und was bringt das eigentlich. Für mich ist nämlich so, dass meiner Meinung nach Pandas extrem nützlich ist, sobald man irgendwie strukturierte Daten vorliegen hat. Man muss da nicht unbedingt Data Science in der Job Description so stehen haben. Also sobald irgendjemand wo eine Datenbank oder CSV-Files oder sonst was herumliegen hat, ist das meiner Meinung nach schon eine großartige Sache, wenn man Pandas verwenden kann, um da ein bisschen in den Daten herumzugraben und die zwar abarbeiten zu managen, Statistiken und ähnliches auszurechnen. Schauen wir uns das also an. Ich habe zwei Demo-Beispiele mitgebracht. Das eine ist ein ganz einfacher Datensatz, sind Gehaltsdaten aus den USA. Ich habe eine CSV-Datei und hier sind einfach ein Haufen Spalten. Ich habe zum Beispiel, wann wurde die Daten erhoben, wie alt ist die Person, was für ein Geschlecht, ist die verheiratet, Hautfarbe, Bildungshintergrund etc. etc. Ja, also klassischer Datensatz halt. Und die Frage, die wir uns stellen wollen, ist zweierlei. Zum einen einmal, wie entwickelt sich das Einkommen mit dem Alter? Gut, also quasi, wenn ich älter werde, werde ich mehr verdienen oder nicht, so ein bisschen die Frage. Oder vielleicht auch, wenn ich älter werde, werde ich dann weniger verdienen. Das wollen wir uns anschauen und auch noch, wie das Einkommen vom Ausbildungshintergrund abhängt. Okay? Also so zwei Sachen, die man einfach fragen kann, wenn man so sozioökonomische Daten hat. Wir haben halt irgendwo eben diese Datei herumliegen und Pandas hat einen Haufen I/O-Tools. Wir verwenden jetzt CSV, aber ihr seht, man kann da aus allen möglichen Datenquellen einlesen. Wie gesagt, direkt auch aus SQL-Datenbanken, verwendet im Hintergrund SQL Chemie. Das ist ganz kommod. Wir sind da jetzt zufrieden mit einem CSV-File. Ich übergebe den Pfad. Kann man das dann gleich anschauen. Head kennt ihr vielleicht. Grundsätzlich ist es so, dass diese ganzen Reader diverse Parameter übernehmen. Zum Beispiel kann ich sagen, ja, nehme einfach das Anfang, das erste als Index, ist dann relativ einfach. Und ich habe hier schon sofort eine Übersicht. Grundsätzlich ein Data Frame stellt man sich halt wirklich als tabellarische Struktur vor. Die hat allerdings eben zusätzliche Informationen dranhängen, nämlich zum Beispiel ein Attribut, wo die Spalten abgebildet sind. Und ich kann auch auf die einzelnen Elemente zugreifen. Mit so einer Art Slicing Notation oder wie man es halt vielleicht von Dictionaries kennt. Und da kann ich jetzt zum Beispiel Hausnummer, Age und Wage auswählen. Und wenn ich das mache, dann kriege ich hier eben einen Teil der Daten angezeigt, also eben genau dieses Subset. Ja, und wenn wir jetzt quasi unsere Frage hier beantworten wollen, dann könnten wir mal schauen, was steckt denn in diesen Daten drinnen. Also ich mache so eine kurze
Summary-Statistik, also so ein Dismutative Describe-Methode. Ich habe gesehen, ich musste eigentlich fast nichts machen, kriege sofort hier eine Übersicht. Ich sehe also, der jüngste Teilnehmer in dieser Erhebung war 18, die älteste Person 80. Das höchste Einkommen waren 318, das sind 1000 US-Dollar in dem Fall, das Minimaleinkommen 20. Der Median hier liegt halt bei 104.000. Gut, wenn wir jetzt wissen wollen, wie entwickelt sich denn das übers Alter, ist halt eine einfache Möglichkeit, das zu plotten, dass ich halt einmal mir quasi meinen Zeichenbereich aufmache. Wir verwenden hier Matplotlib und dann sage ich, ich hätte gern einen Plot, und zwar einen Scatterplot, wo ich auf der X-Achse habe das Alter und wo ich auf der Y-Achse gerne hätte das Einkommen. So. Und dann muss ich dem natürlich noch die Achse übergeben, damit das funktioniert. So, na, das war relativ einfach. Ich sehe sofort, es gibt offenbar ein paar Leute, die verdienen immer ziemlich gut. Dann scheint es hier so ein bisschen einen Trend zu geben, dass man, wenn man etwas älter wird, mehr verdient, und dann so 30 bis 60 tut sich nicht mehr viel. Wie gesagt, in den USA ist das ein bisschen anders. Naja, und dann geht es halt quasi wieder zurück in die Armut, in die Altersarmut. Aber gut, das war natürlich jetzt einfach. Aber wir sehen, ja, das ist einfach super verrauscht. Und was natürlich nett wäre, wenn wir da jetzt vielleicht auf die Schnelle einfach nur so eine Linie reinzeichnen könnten. Die Hausnummer eben je Alter, weil das ist ja 18, 19, 20 und so weiter, das zusammenfasst. Das heißt, was wir machen wollen, ist, dass wir die Daten gruppieren, und zwar einfach nach Age. Dann sage ich, ich interessiere mich für Wage. Dann mache ich da jetzt Hausnummer den Median, weil wir quasi diese Ausreißer irgendwie berücksichtigen wollen. Und dann plotte ich das. Und dann machen wir vielleicht die Farbe rot. Und haben es drinnen und sehen halt sofort, dass wir gerade besprochen haben, dass wir also hier diesen leichten Anstieg haben. Dann geht das mehr oder weniger konstant weiter. Und ja, war eigentlich kein Aufwand, nicht? Also wir haben Daten eingelesen, eine Zeile. Und dann haben wir noch weitere drei Zeilen gebraucht für eine Übersicht, die schon die Frage, wie hängt das eigentlich vom Alter ab, beantwortet. Und das ist halt das Schöne, dass man relativ umfassende Fragen ziemlich flott zum Teil beantworten kann. Machen wir das jetzt vielleicht ein bisschen größer. Schauen wir mal. Naja, vielleicht noch ein bisschen größer. So. Und wenn man dann sagt, na hey, das interessiert mich so sehr, also ich habe ja immer noch alles, was wir Matplotlib liefert. Also ich kann die Figures ja auch speichern. Zum Beispiel results.png, dann habe ich da jetzt hier in meinem Ordner ein PNG. Das ist dann, weiß ich nicht, was ich damit mache, nicht, aber wir haben es auf jeden Fall. Und das kann man dann in den Bericht geben oder auf die Website oder per E-Mail verschicken. Wie auch immer. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach super schnell gegangen. Ich glaube, viel schneller geht es nicht. Das war mal die eine Frage. Die andere Frage, die wir uns gestellt haben, war, wie ist denn das jetzt mit diesem Einkommen, nicht? Also Einkommen abhängig von Ausbildungsgrad. Und es ist so, dass wenn wir uns das anschauen, also wir haben da Education, man kann übrigens die Spalten noch so über Attribute Access bekommen, dann möchte ich mal wissen, was ist denn da überhaupt drinnen zum Beispiel? Also kann ich gleich fragen, bitte gib mir die eindeutigen Elemente zurück. Dann kriege ich hier dieses Array. Also wir haben halt offenbar eben weniger als Highschool Graduates, some College und dann Advanced Degree. Das sind dann irgendwelche Uni-Abschlüsse. Und jetzt haben wir das da oben schon gesehen, nicht? Ich kann das offenbar irgendwie gruppieren. Und jetzt könnte ich das ja eben noch einmal machen. Also ich sage, von meinen Daten möchte ich Group by Education. Dann wähle ich halt einfach noch einmal dieses Wage aus. Und dann sage ich jetzt, ich möchte aggregieren.
könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, dass ich da einfach Min reinschreibe. Es gibt so ein paar Sachen, die man ewig oft braucht. Die sind da quasi so mit einer Kurznotation hinterlegt. Und dann kriege ich hier sofort die Zusammenfassung und sehe, wenn man da jetzt nur eine Liste aus dem, damit das ein Dataframe ist, hier gleich schon aufgeschlüsselt, quasi wie man sich vorstellen würde, dass wir, je geringer der Ausbildungsgrad ist, umso weniger verdienen wir beim Advanced Degree halt am meisten. Jetzt wird man vielleicht sagen, naja, quasi Mittelwert, das reicht uns noch nicht. Deswegen wollen wir zusätzlich, weil wir quasi da jetzt irgendwie ordentlich sein wollen, noch eine Standardabweichung. Schreiben wir dazu, passt, haben wir Standardabweichung auch. Ist auch sehr schnell gegangen. Jetzt sagen wir vielleicht, das ist überhaupt irgendwie ein DF-Result. Und das gefällt uns halt irgendwie. Das heißt, wir machen DF eben als eigene Variable. Und dann heißt es, na gut, bitte, das muss in den Projektbericht. Und der Projektbericht ist natürlich ein Word. Und dort möchte man dann ein Excel einbinden. Das heißt, wir machen to Excel. Und dann machen wir results.xlsx. Wir speichern das. Schauen nach. Oi, weg. Das ist die Schwierigkeit, wenn man das woanders hat. So, das sind schon. Als Excel. Für die Leute, die Excel mögen. Gut. Und jetzt sagt es aber vielleicht jemand, naja, eigentlich ist uns das nicht ausreichend. Wir wollen dann nicht nur nach Einkommen, wir wollen vielleicht nach Geschlecht, nach Migrationshintergrund, was auch immer. Machen wir mal, schauen wir, wie das ausschaut. Na, dann füge ich da einfach eine neue Gruppierungsvariable hinzu und habe eine neue Statistik. Das ist natürlich schön, wenn das so schnell geht, weil es ist halt genau das, was man machen möchte. Ich sage, gib mir Daten, kopier das und zwar bitte Einkommen und dann rechne mir davon diese und diese Statistik aus. Es ist so, dass oft natürlich so eine Tabelle quasi nicht ausreicht, weil es heißt halt, naja gut, jetzt hätten wir schon gern wieder einen Plot. Und es ist so, dass Seaborn, das ist halt eine Plot-Bibliothek, die wie gesagt auf Matplotlib aufbaut, die sich speziell auf statistische Grafiken spezialisiert hat, die als Interface quasi eben auch auf Dataframes aufbaut. Und da kann ich jetzt einen Boxplot machen, da sage ich die Daten, das ist halt eben ein Dataframe. Und dann sage ich, also auf der Y-Achse, da möchte ich mein Wage haben, ja. Und auf der X-Achse, da nehme ich Education. Und dann kriege ich halt sofort eben so eine Grafik. Was man da jetzt sieht, ist, dass halt die Reihenfolge hier nicht stimmt. Das ist, weil halt die Reihenfolge, so wie es in den Daten vorgenommen wird, gemacht wird. Das heißt, wir wollen das jetzt noch fixen, die Reihenfolge. Das heißt, es gibt da zum Glück eben so ein Order-Argument und da können wir eben sorted von df education.unique von mir aus machen. Dann ist das schon sortiert. Und dann kommt halt jemand daher, naja, aber da oben haben wir ja gehabt, bitte noch diese Unterscheidung nach der Hautfarbe, Migrationshintergrund, wie man es dann jetzt halt benennen will. Naja, das ist aber zum Glück nicht aufwendig, weil das können wir einfach auch sortieren und dann wird das sofort aufgesplittet, auch wieder nach dieser Variable. Jetzt ist das so, da stimmt jetzt die Reihenfolge schon wieder nicht. Aber auch das ist für uns kein Problem, weil es gibt ein Argument, das heißt UOrder. Das machen wir genauso. DF, Race, Unique. Zack. Na? Ist nett. Es geht so schnell. Und dann gibt es sogar noch, wenn wir das jetzt wieder noch ein bisschen ordentlicher machen, dann erzeugen wir halt hier eben wieder die Figure, damit wir da maximale Kontrolle haben über die Größe. Was haben wir gesagt? Vorher hatten wir. War das so? Achso. Gut, jetzt schaut es schon ein bisschen besser aus. Machen wir es noch ganz explizit, dass er weiß, das hier. Und dann gibt es halt so Schmähs, dass. Also diese Plot-Bibliotheken wissen ja schon, dass gewisse Sachen irgendwie ein bisschen cooler daherkommen müssen. Und
Deswegen kann ich jetzt sagen, dass wir da ein bisschen quasi das auflockern wollen. Und dann haben wir jetzt dieses komische Achsenkreuz weg. Die Achsen ein bisschen weiter draußen und hat uns eben wieder Einlesen der Daten eine Zeile und Plot machen 4 Zeilen gekostet. Ist nett, oder? Sollten wir mal gesehen haben, wenn man irgendwann einmal solche Daten hat, das ist der einfachste Weg, zum Ergebnis zu kommen. Soweit, so gut? Ja, Halbzeit ist gut. Das heißt, Zeit fürs nächste Beispiel. Das Beispiel ist eine Zeitreihe. Können wir uns anschauen. Hier. Stickstoffdioxid in der Nähe vom AKH in Wien gemessen. Falls das, das ist in der Stadt, da ist viel Verkehr. In seiner Zeitreihe, ganz klassisch, Zeitstempel und Wert. Und was wir da wissen wollen ist, wie entwickelt sich denn diese Stickstoffdioxidkonzentration über die Zeit? Und was wir auch noch wissen wollen, gibt es einen Unterschied zwischen den Wochentagen? Nicht, jetzt sagen wir vielleicht, na gut, möglicherweise gibt es da diesen Verkehrseinfluss, sehen wir das in den Daten? Kann man fragen, nicht? Aber grundsätzlich hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir da jetzt so Schadstoffemissionen uns anschauen. Wir wollen jetzt wirklich einfach nur mal schauen, wie uns Pandas dabei helfen kann, wenn wir mit Zeitreihen zu tun haben. Das ist wieder dasselbe Schmäh. Read CSV, wir übergeben den Pfad. Schauen wir an, wie das ausschaut. Gut, der hat also nicht gecheckt, dass das der Index ist, also sagen wir es halt dazu. Gut, das ist der Index. Schauen wir mal, was wir da an Datentypen haben, also der Index. Was ist denn das eigentlich? Dieser Index, das ist vom Typ Object, das sind halt Strings, aber wir können zum Glück sagen, er soll bitte probieren, irgendwie ist meine Autovervollständigung langsam, dass er Dates parsen soll. So. Gut, schauen wir, hat das geholfen? Das hat geholfen, weil jetzt ist das ein Datetime. 64 Bit Nanosekunden ist immer gut, wenn man das hat. Und jetzt wollen wir das mal plotten. Ja? Plotten ist in dem Fall auch wieder super easy. Plot, zack. Kommt was raus? Bisschen schier. Ja, weil ich meine, es ist ein langer Zeitraum, die Daten fluktuieren entsprechend, aber immerhin, es ist schon was. Warum ist es jetzt gut, dass das eben dieser Daytime-Index ist? Das ist deswegen gut, weil durch diesen Daytime-Index sind wir jetzt in der Lage, entsprechende Index-Operationen durchzuführen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen wissen, was da passiert ist, ich will zum Beispiel wissen, was war 2001, also am 1. Jänner bis Hausnummer zum 3. Jänner, dann kann ich da einfach schreiben 2000 und schauen wir mal, ob das wirklich funktioniert. Also ich kann schon spoilern, ja, wir machen da so ganz klassisch ISO-Zeitstempel und dann kriegen wir das Subset, weil diese Index-Methode das halt kann, dass sie das eben passt und wird halt dann in dem Fall funktioniert es auch, weil er halt weiß, es ist das Jahr. Würde ich jetzt so nicht machen, aber es ist relativ schlau eigentlich. Aber ja, nachdem wir da Python machen, wollen wir explizit sein. Gut, was bringt mir das jetzt noch? Dadurch, dass wir diesen Datum-Index haben, können wir Resampling-Operationen durchführen. Also ich kann sagen, okay, also wir hatten da irgendwas, gibt es jetzt wirklich einen Trend oder nicht? Und dann sage ich, okay, bitte resample, und zwar zum Beispiel jetzt einmal auf Jahreswerte. Und dann bitte rechnen wir den Mittelwert, das jährliche Mittel aus. Gut, da kommt also was raus, plotten wir das. Aha. Offenbar haben die Stickstoffdioxid-Konzentrationen abgenommen über die Zeit. Das hat damit zu tun, dass der Katalysator eingeführt wurde. Und hier in der Mitte haben wir offenbar fehlende Daten. Das ist eine Lücke in den Daten, die wir da oben, falls ich es noch in Erinnerung habe, haben wir da oben gesehen. Nicht? War auch wieder super einfach.
Das Besondere ist, dass dieses Resampling halt auch auf unregelmäßigen Daten funktioniert. Also die müssen jetzt nicht, so wie hier, in geregelten Abständen vorliegen, sondern das kann irgendwie sein. Und das Resampling macht es dann schon richtig. Das ist natürlich extrem angenehm, weil oft kann man sich halt nicht aussuchen, in welcher Auflösung die Daten vorliegen, aber so ist es relativ einfach. Gut, das heißt, wir sehen, okay, es gibt da diesen Trend über die Jahre mit Katalysator und Ausstoß aus Verbrennungskraftfahrzeugen, macht das Sinn? Frage wäre noch, wie ist das jetzt mit den Wochentagen? Frage ist auch, ob sich das ausgeht mit dem Tippen, aber schauen wir mal. Das Schöne ist halt, dieser Index, der ist halt wirklich ziemlich schlau. Ich kann den zum Beispiel fragen, was für ein Wochentag ist. Und der weiß das. Der weiß, was das für ein Wochentag ist. Das ist einmal ganz gut. Und was ich den auch fragen kann, ist, was für eine Stunde wir haben. Der weiß das auch. Und das ist halt deswegen praktisch, weil jetzt kann ich sagen, Weekday, oder machen wir vielleicht eher, ist Weekend. Wir machen eine neue Variable an, das ist halt wie so ein Assignment beim in einem Dictionary. Und das, der Montag beginnt bei 0. Das heißt, wenn das kleiner ist als nein, wenn es größer ist als 4, dann ist das Weekend. Genau, das ist immer schwierig, finde ich. So, das heißt, ich mache eine neue Variable, Indikatorvariable, true, false, ist Wochenende, ist nicht Wochenende. Dann mache ich eine neue Variable, das ist hour, das ist einfach die Uhrzeit quasi pro Tag. Da schreiben wir einfach rein Index. So, schauen wir. Macht das Sinn, was wir da sehen? Ja, könnte schon passen. Ne? 0 wird auf 0 gemappt, 1 auf 1. Und da glauben wir halt einfach, dass das stimmt. Und jetzt sagen wir, okay, also jetzt wissen wir schon, dieser Gruppierschmäh, der hat vorher gut funktioniert, also wird er vielleicht auch jetzt gut funktionieren. Das heißt, wir gruppieren nach isWeekend und nach hour. Dann will ich haben, dass er bitteschön diesen Stickstoffdioxidwert nimmt und dann den Mittelwert berechnet. So, schaut so aus. Das ist jetzt eine Series, das ist ein anderer Datentyp. Ist dann nicht so schön formatiert, deswegen machen wir das so. Passt, jetzt ist hübsch. Und jetzt können wir das eigentlich schon plotten, nicht? Also jetzt machen wir da wieder eine Figur auf. Und was wir machen ist, dass wir jetzt von diesem DFAG, da können wir jetzt quasi das auswählen, also das ist ein Index, da kann man wieder mit so einer Index-Operation sich das rausholen, also den Location, wo der Index false ist. Lassen wir das vielleicht noch kurz weg, damit ihr das seht, wie das ausschaut. Da wähle ich eben das hier aus, ja, und dann will ich das plotten auf der Achse, die wir da oben erzeugen werden. Dann gebe ich dem ein Label mit. Wenn ich nicht sicher bin, dass das so geht, muss ich kurz schauen. Und dann mache ich das andere. Also das wäre jetzt der Fall is weekend false, das heißt, das ist Monday bis Friday. Dann haben wir hier Saturday bis Sunday. Dann müssen wir das noch auf true setzen und na fast. Das mit dem Label ist noch nicht. Warum? Weil er das jetzt vom DataFrame übernimmt. Warum ist nicht da? Achso. Ha! Ist nett, oder? Gut, also wir haben jetzt Montag bis Freitag die blaue Linie, Samstag bis Sonntag die gelbe. Wir wissen, am Wochenende fahren weniger Autos, das heißt, die Emissionen sind grundsätzlich mal niedriger. Und das sind so ganz klassische Spitzen, die man
auf den Verkehr halt. Also immer wenn es irgendwo um Verkehr geht, hat man eine Morgen- und eine Abendspitze. Das ist das, was wir da sehen. Und wir sind sogar noch in der Zeit. Laut meiner Uhr mit zwei, da sind sogar 5 Minuten. Das wäre, was ich euch quasi auf jeden Fall mitgeben wollte. Fragen? Kommt gleich. Warte, Sekunde, die. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Gibt es grundsätzliche Sachen, die ich beachten sollte, um Arbeitsspeicher zu sparen? Weil mir das oft vorkommt, ja, dass es eigentlich in Anführungsstrichen nicht so viel ist, aber dann im Arbeitsspeicher relativ groß wird. Also eine CSV-Datei, 300.000 Einträge, die ist, weiß ich nicht, 16 Megabyte groß auf der Festplatte und dann braucht das Ding 2 Gigabyte RAM. Und da frage ich, was kann man da machen oder was gibt es da für Tipps? Also grundsätzlich ist so, dass Pandas halt wirklich quasi auf Anwendungen ausgelegt ist, wo die Daten noch in den Arbeitsspeicher passen. Bei der Größe soll es eigentlich kein Problem sein. Was weiß halt jetzt natürlich nicht, wie viele Spalten deine CSV-Datei hat, also die kann natürlich schon beliebig groß werden. Einfache Möglichkeit ist, dass du halt die Datentypen, zum Beispiel eben wenn du diese 64-Bit nicht brauchst, gerade wenn es um Visualisierungen zum Beispiel geht vielleicht, dass du da einfach aus nur auf 32-Bit runtergehst. Das wäre relativ billig in dem Fall. Und was auch oft ist, aber das Mikro kann man schon weitertragen, wenn das passt. Oft ist es so, dass für die eigentlichen Schritte man so die Daten sowieso aggregiert. Also das, also manchmal macht es Sinn, quasi sich die Daten ein bisschen aufzubereiten. Und im Allgemeinen wird das, was man dann eigentlich analysieren möchte, ist dann eben wesentlich kleiner als das ursprüngliche. Aber das hängt natürlich sehr vom Problem ab. Hi, danke. Das hat super einfach ausgeschaut, wie du das vorgeführt hast. Aber da steht eine ganze Menge Wissen in deinem Kopf, nicht? Also Python-Syntax und dann welche Packages es gibt und dann die Syntax von den Kommandos und die Parameter jeweils von dem Matplotlib. Das heißt, ich glaube, wenn man neu anfängt, ist eine ganze Menge zu lernen, bis man so halt leicht das dann locker durchgehen kann, oder? Ja, also es ist schon so, dass also grundsätzlich können halt Daten in sehr unterschiedlichen Formen daherkommen und man hat im Allgemeinen noch relativ anspruchsvolle Wünsche und das versucht halt Pandas abzudecken, meiner Meinung nach sehr erfolgreich, aber es ist schon so, dass man das lernen muss. Also das meiner Meinung nach, wenn man das Gefühl hat, da gibt es einen Anwendungsfall für das, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, sich das anzuschauen. Aber wie gesagt, ihr habt es gesehen, das ist eine große Bibliothek, da gibt es halt Konzepte. Meiner Meinung nach ist es recht gut dokumentiert. Es gibt Leute, die sehen das anders, aber es gibt so ein 10-Minuten-Intro, damit man halt mal mit den Konzepten, wie das Indexing und so weiter funktioniert, vertraut ist. Also ich habe mit Python aber nicht so viel Erfahrung, aber ich habe mit R, also R. Ja. Und, und bei R gibt es dann auch ein Syntax und Pakete und Kommandos. Also hast du da auch Erfahrung? Also ist das, wenn man weder Python, also die Welt noch R kennt, welche wäre am einfachsten? Puh, das fällt mir schwer. Also von Konsistenz und so würde ich tendenziell sagen, dass Python ein bisschen angenehmer ist. Aber ja, lernen muss man es auf jeden Fall. Mit RStudio geht ungefähr auch so ab. Und letzte kleine Frage. Die fehlenden Daten, hätte ich sie nicht irgendwie auf Null also sehen wollen, geplottet, sondern einfach nicht geplottet. Ne? Ist das auch möglich? Ja, das liegt hier daran, dass wir haben hier auf Jahre aggregiert und in diesem Jahr ist tatsächlich ein bisschen was da. Und deswegen kommt da schon was raus. Also wir sehen das hier drinnen, dass das ja... aber es ist halt kein Loch. Also es ist halt, weil der Mittelwert ist tatsächlich bei 3. Den könnten wir natürlich raushauen. Aber hier wird es geplottet, weil die Daten halt da sind. Ja. Bitte. Ich glaube, da hinten war noch was, aber weiß ich jetzt nicht, ob das... Also die Lücke ist halt nicht vollständig, deswegen sieht man das.
Mich hätte dann doch noch mal eine Frage. Ja? Wenn ich eine Zeitreihe habe und wiederkehrende Elemente vorkommen, wie ordnet man sowas zu? Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel alle so und so viele Stunden passiert was, aber ich weiß nicht genau wann, wie geht man sowas dann eigentlich an? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Oder? Wenn ich zum Beispiel Apfelsaft mache und ich fülle den halt immer mal wieder ab und dann geht halt das Apfelventil beim Apfelsaft auf, dann geht es wieder zu. Ja. Und ich will wissen irgendwie, wie lange das so üblicherweise dauert, Apfelsaft zu machen. Ja. Wie finde ich sowas dann in so einer Zeitreihe und mache dann zum Beispiel eine Statistik über, wie lange hat denn das so üblicherweise gedauert? Was gibt es da irgendwie Pakete für? Es passiert immer mal wieder was und das will ich dann einzeln haben. Das möchtest du halt rauskitzeln. Naja, also grundsätzlich ist so, also Pandas selber ist jetzt kein Statistik oder kein Analysepaket. Pandas ist wirklich in erster Linie, also Pandas ist auch kein R-Ersatz oder so zum Beispiel, weil auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen so ausschaut. Aber wenn man quasi wirklich was analysieren möchte, im Sinne von, man braucht ein Modell, man braucht Algorithmen, holt man sich das von woanders. In dem Fall, wenn du damit schon glücklich wirst, kann man vielleicht, könnte ich mir vorstellen, mit Signalverarbeitung und ein bisschen filtern. Also vielleicht hast du irgendwelche Sprünge in den Daten, dass du diese Sprünge rausfilterst. Da würde ich in SciPy nachschauen und quasi die Daten aufbereiten, in SciPy da irgendwelche Peaks oder sowas zum Beispiel identifizieren. Und das kannst du dann ja später wieder in den Dataframe reinschreiben und dann markierst du quasi deine Blöcke und auf den Blöcken kannst du dann so eine Gruppieroperation machen. Das wird zum Beispiel gehen. Aber wir sind jetzt ein bisschen schwierig. Das ja, war ja auch nur so eine Idee. Ja, danke ja, auf jeden aber, Fall. Ja. Gut, die Folien sind dann, werde ich noch verlinken im Vortrag selber. Das ist eh auf GitHub. Könnt ihr das dann nachspielen oder halt die Folien auch durchgehen. Was ich da noch kurz hergezeigt habe, was ich irgendwie auch nett finde, ich meine so richtig brauchen, weiß ich nicht, ob man es tut. Aber man kann zum Beispiel, das ist relativ neu, dann das ist ja HTML, was hier angezeigt wird. Das heißt, man kann dann da auch diverse Styles mitgeben. Und hier zum Beispiel einfach nur einen Farbgradienten. Da könnte ich jetzt zum Beispiel auf dem Subset, das eben NO2 heißt, entlang der Zeilen einfärben und dann würde ich halt hier sofort sehen, aha, da ist was anders. Ist auch nett. Kann man dann als was auch immer exportieren. Aber gerade zum Daten verstehen in den Griff kriegen ist das halt super geschmeidig. Gut. Dann sage ich danke fürs Kommen.